Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Schaut mal meinen Rank, ui. Die letzte Woche lief ziemlich gut, vor allem Donnerstag und Freitag. Wir haben fast alle Spiele gewonnen. Und ja, heute möchte ich mich in was ganz Neuem versuchen. Und zwar in Wingman. Naja, er hilft den Leuten und er hilft den Leuten und er hilft den Leuten. Eine gemütliche Runde Wingman spielen mit Jimmy Schimmelsen. So. Kein bisschen gefunden, sagst du. Naja, was, ist da. Also ich habe halt einfach geguckt, wer so da ist. Oha, alle da, let's go, mein Ping ist auch in Ordnung. So kann das laufen. Ich muss auf 14er Ping, oha. Oha, Angeber, okay. Oha, wie du mich geschubst hast, what the fuck? Okay. Ja, das ist eine gute Frage. Schade, dass es hier die Map geworden ist. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt auf A oder auf B? Auf B wahrscheinlich, ne? Haben wir beides? Nee, ich glaube, es muss schon eins sein. Ich guck mal, ob die hier piekeln. Hier. Mitte läuft einer. Der Mitte laufen, ja. Der Spot. Boah, du hast ihn direkt gehittert. Der andere hat, glaube ich, auch. Nice! Einfach Mac 10 und rein, oder was? Ja, ich hab mir natürlich direkt Garoffel geholt. Ja, reicher Mann, oh. Vielleicht ist es close. Der Spot Headshot. Close nichts. Da ist auch. Auch Headshot, zwei Headshot. Einer weg. Warte. Das ist gemeinsam. Ah, ein Zucker hier, ein Zuckerspiel. Die Bombe auf den. Hä? Der Typ hat gerade die Bombe auf meinen Fingern gedreht. So Fidget Spinner mäßig, da muss ich mal kurz reinprobieren. Ich hab die Bombe weggeworfen, dämlich. Sehr schön. Ich wollte sie mit G drehen. Bei mir auch! Der Drehbock. Jawohl. Close. Mara, hier kommt ein krasser Molly. Oh, ich nade auf. Oh, shit. Jimmy, du machst dich ja komplett alleine. Ja, ich hau auch einen raus. Let's go, Doppelflash. Oh, der sucht die Bäckerei. Ja, der ist weggelaufen. Los, rechts. Oh, Pumpgun, Achtung. Shit. Jawollo. Schon da, what the hell? Nice, der andere war Mitte. Hab ihn gehört. Oh, fuck. Ich glaub, der ist noch nicht. Doch. Der ist drin. Ach, Schisse. Oh, danke. AK sogar. Nägle. Der reiche Scheich. Der ist, glaube ich, wieder close. Oh. OG. Über mit. Einer von uns, maybe. Ja, geh du. Ah, er guckt gerade raus. Ist wahrscheinlich low. Was ist denn das für eine Smoke? Der steht wieder oben auf dem Holz. Ja, wahrscheinlich. Hallo da. Ajo. Guck ihn da an. 82. Links daneben. Vielleicht dann doch nochmal ein krasser Push durch die Mitte mit irgendwie Techies oder so. Der wird ja ein wahres Wunder erleben jetzt. Ich weiß gar nicht, was kommt. Ja, die raffen's nicht. Oh, shit! Oh. Ich bin... Die raffen's doch. Die raffen's doch. Oh, Schissel. Ah, der ist beim Sand, bei Sandbox. Direkt in der... Ach, schade. Yo. Ja gut, dann müssen wir jetzt halt reinpfeffern bei CT, klar. Yep. Auf einmal drehen sie auf. Ja. Hast du hier einen Leibgerichtsspot, wo du hin willst? Alter, wie schick meine aussieht. Holy. Ich hol mir Pido Fiddy mit und die Nate. Und dann kriegen die mal direkt den Nate in die Gosch. Ja, bei mir. Oder warte, ist es bei dir? Ja, bei mir einer. Okay, einer weniger. Mitte, der andere. Dann drüber. Nice. Jetzt werden sie von den brachialen Aimern weggeaimt. Die sind hier vorne, die wollen sich den ersten, am ersten Ding hochstellen. Und am zweiten auch. Oh mein Gott, und da ist der zweite auch. Ja, kommt schon hoch, ist schon drauf. Na, schade. So, nochmal eine Eco-Beke oder willst du... Zeit für Deagle, würde ich sagen, ne? Ja, ich mach die P250. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, hat mir Winifred die P250 empfohlen. Er meinte, die wäre krasser als die AK. Und seitdem spiele ich die öfter und die geht echt gut. Einer war Mitte. Boah, ach Gott, der hat so genascht. Nice. Ich habe eine Flash von seinem... Oh, das ist Smoke. Er kommt schon. Oh no, 45 in 2, ich Schissel. Oh oh. Okay, ich hab den anderen schon gehört, der ist. War Mitte. Ja. Oh, der ist schon durchgerannt. Mitte dann schon mal. Oh mein Gott, und dann diese Nähe. Okay, nice. Alles gut. Sehr schön. Nice. Der andere war auch da. Nate kommt. Ich flashe. Oh shit, der ist unten rechts. Ah, schade. Aber ich bin ihm auch so reingelaufen. Was habe ich getrieben? Eben gerade echt gut. Ja, die machen schöne Shots. Geht sich irgendwie mit direktem Kopf. Guck mal, geh du mal auf B, ich geh mal in Mitte. Oh ja, Mitte 2, glaube ich. Oh nö, der eine ist Ulo. Ja, beide. Einer Ulo, falls du eine Nate hast. Ah, leider nicht. Wir müssen hier safe checken. Die sind haarig, die sind echt richtig haarig. Ja, ich denke, der Check kommt gleich.
Oder schade, schade. Ja, ja, ja. Ja, gut. War ein knappes Ding, aber ich meine, gut, wir sind ja auch nicht warm gespielt. Wahrscheinlich haben die schon 800 Spiele gemacht bis gerade eben. Das stimmt. Also, wenn du willst, können wir noch eins machen. Ja, ja, nur ja, eins. Okay. Ja, gut, dann machen wir gleich die Global, dann ist alles gut. So, was wollen wir machen? Also, Short durch? Ja, machen wir. Long könnte aber schon da sein. Jo, Long, einer an der Kante schon. Mit. Oh, sorry, ich hab in dich reingeschossen. Warte, ich Nate Pit. Nice. Der andere könnte gleich durchkommen. Ich hab ihn vorhin. Ja. Nice. Ah. Aus die Maus, Kronos, Allah. Flash mal über Spot. Jo. Schaut einer, glaube ich, schon. Jo, ist noch eine Pistole, ich habe aber keine Aim und ich. Okay, letztes Mal oben, glaube ich. Oder er ist runtergejumpt. Ja. Boah, Hector! Okay. Ah, der ist ein bisschen übertrieben, der Hector. Muss er, glaube ich, nochmal Tech 9 spielen dann. Was für eine dämliche Nate und Pit einer. Einer Pit und einer. Jo, ja. Leider kein Aim. Schade. Ich wolle jetzt lange erstmal. Okay. Letzter Pit hat gut genascht. Ich geh kurz blenden. Nice. Let's go. So, Sir. So machen wir das hier. Oh ja, Long einer. Long, kommt, Achtung. Long ist low. Wahrscheinlich. Schade. Oh, ich ich muss aufhören zu sprayen im Game. Ich hab gerade hier in CS2 wieder angefangen mit diesem Follow Recoil. Ich muss das mal anmachen. Muss mal probieren. Das ist am Anfang und vor allem bei den Pistols sehr, sehr ungewohnt. Aber, hoppala, oh, da bin ich, ja, ich bin voll in dich reingelaufen. Short kommt, glaube ich. Ja, Short ist da und ich habe kein Aim, das ist sehr schade. Nice, das war derselbe, der mich gekillt hat. Vielleicht Library drin. Ist wirklich oben. Oder so. Ich kann auch mal oben Richtung. Ja, kannst du auch machen, ne? Wir können ruhig langsam machen. Willst du dann die Bombe mitnehmen oder soll ich sie dabei haben? Gib mir. Oh, der hätte fast genascht. Pit. Einer weg? Nice. Das war der vor Pit. Und der andere ist Long. Alter, okay, okay. Willst du ins Pit gehen oder soll ich? Ja, ich geh Pit. Okay, dann geh ich ein bisschen Longy. Also ich geh ins Bett. Ich geh erstmal ins Bett. Hä, hey, erste Runde schon langsam oder? Oben ist einer drin. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe sein Köpfchen. Ja, der. Nice. Einer. Die sind so ein bisschen langweilig. Oh ja. Glaub ich. Nice, Alter. Okay, keiner. Der ist low. Na, ich geh weg, ich geh weg. Aber. Der ist low mit dem. Oh, fuck, der andere war der low ist. Shit. Kommt da schon was durch? Ja, Mann. Ja. Komm. Boah, die müssen die Nate voll genascht haben. Ich geh Mitte. Ich bin hinter denen über Long. Ach, Mann, Kronos, du Lauchlapper, Alter. Ah, also der kam genau dann, als ich raus musste, weil ich oben gekannt war. Ja, scheiße, ich bin zu langsam von hinten ran. So, ich werde jetzt, ich hab eine Schrotflinte. Ich werde jetzt halt das Haarigste machen und mich Long Close stellen mit Schrot und hoffen, dass ich den zufällig treffe, aber ich habe mit Schrot echt wenig Glück. Oh. Nö, ach nö, ich habe ihm 97-1 gegeben, ne? Achso, sehen wir die Ränge? Ah ja. Mhm. Na gut, jetzt wo wir wissen, was für ein Pain in the Ass ist, dass die Ränge zu bekommen haben, die sich wahrscheinlich schon gut hochgekämpft, die Jungs. Oh, Duke, okay. Ich eile kurz aufs Klo, sobald alle drin sind. Ja, bis gleich. Let's go. Babla, schnell! Die braucht die Babla, bitte. Die haben keine Chance gegen mich. Schi, geht schon los, Alter. Puh. Baby. Eine Underwindow bei Orange, vielleicht. Oh, shit. Oh, nee. Aber er müsste auch genadet worden sein. Der bei Orange ist der, da vorne unter dir im Eck. Und die Bombe ist, wie gesagt, hinter dir, aber eigentlich ist er ja eh wurscht, der One-on-One, also. Ist, kleine Tür offen? Ja, ich hab die aufgemacht. Falls die weggesprengt werden kann, ist die vielleicht auch ganz. Nice, also! Ja, also ich würde dann wieder Little gehen, Little John. Ja. Einer Side schon. Fenster ist low. Fenster könnte pieken. Ist low. Oh, der killt sich selbst. Fast. Nice, der Fenster war low auf jeden Fall. Mit 10 Hits. Das ist eine Profi-Smoke, wie sie im Buche steht. Die ist stark. Der wird jetzt denken, ah, der ist da bestimmt drin. Hm. Surprise, Motherfucker! Hä? Nee! Oh, mein Herz! Der dir ins Gesicht. Aber alles gut, war genauso geplant, weiter geht's. Beide. Yo! Oh, nice. Alles Mann, gut. Man, ich war eben beim zweiten wieder. Oh Gott, beide! Einer unten, einer oben, einer side, einer überside. Der hat sein Mate eben genadet am Ende.
Jetzt ist er links oben bei dir, glaube ich. Joa, nice. Sehr schön. Der andere ist rechts bei Orange. Nice. Hab ihn. Ich hab 4 in 1, ich war auch dabei. Ich nehme an, der andere ist über mir oder so. Ich plant einfach in die Smoke rein. Jojojo, ich wusste es. Ja, ja. No, ah, ich weiß es nicht. Oh shit, 55 in 2. Hätte ich auch wissen können. Ja, das sieht doch hier echt nach einem schönen Win aus, 6-1. Da kann man was draus machen. Du weißt, der Jinxen kann man nicht. Oh no. So, oh oh. Unten, Double Door einer. Einer pusht Window. Einer kleine Tür. Oh Gott, ich hab dich fast genadet. Sorry, Window ist schon da, Window ist schon da, aber der... Achso. Fuck. Das ist... Mann. Eine Tür. Ja, der geht bestimmt zurück. Der will hier die... Oh! Nee. Nein, Babla, triff bitte. Oh mein Gott. Ja, Mann. Ich hab Double noch gesmoked. Oben. Oh shit. Oben. Nice. Die Tür. Ja, ja, ich hab noch... Oben. Nice. Aha, erwischt. Beim Nachladen. Aber die fühlen sich jetzt tatsächlich schon ein Ticken schlechter an, also mir schwant ja, Übles. Die fühlen sich schon was, sehr viel schlechter. Was unser Rank jetzt angeht. Eieiei. Double auch. Der hat mich wahrscheinlich. Oh Gott, mir schießt man die Eier. Okay, sein Mate ist schon mal weg. Oh, ich nade da rein, Achtung. Weiß nicht, wie die kommen. Hat Header? Ich hab. Nice. Let's go, GG. So sieht's aus. Einfach. Mal gucken, was wir bekommen. Um Silber. Oh, ich bin Lem, ich hab Lem. Wie frech, warum hab ich denn Lem? Warum, hä, du hast, 121 ADR gemacht und ich praktisch nix. Aber das war... Das ist natürlich auch wieder wahr, ne? Also das war doch... Ich finde, es ist auf jeden Fall spielbar, so als Fazit, auf jeden Fall. Also es fühlt sich nicht so schlecht an wie in der Beta auf jeden Fall, wo ich zuletzt gespielt habe. Ja, das... Jimmy, vielen Dank fürs Mitspielen, perfekt. Ja, danke. Mitmachen durfte. Ja, war schön. So, Fazit zu Wingman. Es fühlt sich noch genauso an wie früher. Die Spiele sind auf jeden Fall machbar. Vielleicht hatten wir auch einfach Glück, das weiß ich natürlich nicht. Aber vor allem das erste hätten wir auch gewinnen können. Beim zweiten hatte dieser eine echt nicht schlecht gedrückt. Das dritte wiederum, da hat man gemerkt, das Spiel hat uns direkt irgendwie viel, viel weiter runtergestuft als die ersten zwei Spiele. Die haben eigentlich gar nichts gemacht. Vielleicht dann doch etwas zu krass auch diese Gap. Wir hätten wohl sicherlich noch andere Spieler finden können, die nur ein bisschen schlechter sind als die aus dem zweiten Game. Aber ja, so alles in allem bin ich jetzt hier mit der Einrankung ziemlich zufrieden mit Lem. Ich war in Go auf Global, beziehungsweise am Ende halt unranked wegen Inaktivität, also dann eher halt Supreme. Und von daher jetzt direkt auf Lem zu kommen, ist eine schöne Sache. Premiere lief, wie gesagt, auch sehr gut. Wir haben Donnerstag, Freitag ganz, ganz viel gewonnen, wie man hier sehen kann. Hier sind auch noch weitere Wins weiter unten. Das Matchmaking hat in diesen Spielen, die wir Donnerstag und Freitag gespielt haben, vor allem Freitag, sehr, sehr gut funktioniert. Also da haben wir passende Gegner gehabt. Dienstags wiederum war es haarig. Also da haben wir, glaube ich, sogar mal fast ein... Ich will ja andauernd nach unten scrollen, ich dackel. Hatten wir sogar fast einen zu Null Lose, glaube ich, dienstags. Ja, naja, es ist halt ein Auf und Ab. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Am Anfang eines neuen Spiels bzw. einer neuen Matchmaking-Phase muss halt jeder seinen Rank einspielen. Und das macht nicht jeder direkt in der ersten Woche und auch nicht direkt in den ersten zwei Wochen, sondern es dauert Monate, bis jeder auf seinem Rang ist oder auf einem Rang ist und dann wiederum, bis man sich auf seinem richtigen Rang eben schlussendlich befindet. Und erst dann wird das Matchmaking wieder so stabil, wie es bei Go war. Also viele sagen halt, dass es bei ihm bei Go besser gelaufen ist, andere sagen wiederum, dass es schon immer kacke war. Aber die sagen, dass es bei Go besser war, es dauert halt ein bisschen, bis es wieder auf dem Stand ist. Und natürlich lösen wir noch ein Giveaway auf. Es gab vor kurzem diese Flora Carnivora zu gewinnen. Man musste, lass mich kurz gucken, nur schreiben, wie man zu der Rank Reset Thematik steht. In dem Video ging es darum, wann der Rank Reset kommt. Ist schon ein Monat altes Teil. Ich habe hier wie immer schon alles vorbereitet. Rechnung habe ich uns auch schon ausgerechnet. Vielen Dank für 47 Kommentare, ihr alten Macher. Geile Meile. Achtung, wir ziehen den Gewinner. Es ist natürlich wichtig, dass man, wie gesagt, zu dieser Thematik was gesagt hat. So, ich finde das mit dem Rank Reset ziemlich nice. Neapel, Florenz, kurz und bündig, so machen wir das. Du hast somit die Flora Carnivora gewonnen. Bitte einmal hier unter dem Video schreiben, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte noch deiner Kanalinfo, also hier, deinen Trade-Link hinzu. Dann kann ich dir das Teil losschicken. So, dann machen wir mal wieder was für die Grünliebhaber. Statrack P90 Grimm gibt es für euch. Ihr könnt hier wie immer teilnehmen, indem ihr in den Kommentaren etwas zu der Rank-Thematik im Wingman schreibt. Hast du schon Wingman gespielt? Wie ist dein Rank? Findest du, dass es im Wingman schwieriger ist, einen Rank zu erspielen? Ist es da einfacher? Wie ist aktuell
aktuell die Situation und so weiter und so fort. Rein in die Kommentare und dann ist man auch im Giveaway. Ich ziehe jetzt auch direkt durch. Ich muss das Video heute noch fertig machen. Vorm heutigen Livestream ist es jetzt gerade 15 Uhr. Um 18 Uhr ist wieder der nächste Stream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt es deutlich größere Giveaways. Also vorbeischauen. Wir sehen uns dann dort. Viewergames natürlich auch. Haut da rein. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.